Moki, hast du gut gespeist? Wie schillst du nochmal? Gehst nochmal schauen, ob noch was drin ist, gell? Du? Schnuffelnase. So, guten Morgen. Hinter mir läuft gerade noch der Kaffee. Ja, jetzt ist es jetzt. Wie spät ist es jetzt, Mama? Moment, Mama sagt 6:15. 6:15, also 6:15 Uhr morgens. sie fährt mir jetzt gleich zum Zug. Und dann fahre ich nach Düsseldorf zum DM-Event. Gib ich mir eine Bussi, bevor wir fahren. Danke. Ich hab nicht so schnell damit gerechnet. Sitzt schon im Anschlusszug Richtung Düsseldorf und ich hocke da in so einer Kabine. Ja, die wird dann ziemlich voll werden. Aber gut. Ja, ich werde jetzt ein bisschen weiterarbeiten, weil ich fahre jetzt noch knapp 6 Stunden. Ja, und ich finde, die kann man schon nutzen. Produktiv oder so. Ja. Ich habe es heil ins Hotel geschafft. Yay! Nach 7 Stunden Zugfahrt. So, gleich mal das Zimmer inspizieren. Oh, Kaffeemaschine. Fetter Pluspunkt. Oh, schaut, da wartet schon was auf mich. Moin. Kleine schon. Und es hat krassen Blick zum Garten. Schaut es denn da aus draußen? Ich krieg die nicht an. Achso, scheiße. Achso. Kindersicherung. Juhu, Mini-Balkon mit Gartenblick. Ach, durch die Bäume, da fühle ich mich gleich wieder heim. Aber ja, das Zimmer ist sehr nett und sauber. Das ist das Wichtigste. Schauen wir uns das Bad an. Coole Dusche. Juhu, da bin ich. Nicht mehr ganz so frisch wie in der Früh, aber immer noch die gleiche. So, meine lieben Kinder. Ich bin gut in Düsseldorf angekommen, aber schon wieder leicht außer Atem. Wo muss ich denn hin? App, leite mich. Tommy. Ja, kurz gesagt, wenn Hirn einen Namen hätte, würde es nicht Verena heißen. Ich habe gestern so mal 10, 11 die Nacht beim Koffer packen und dann schießt man eben. Irgendwas habe ich ja vergessen. Aber ich bin nicht drauf gekommen, was dann. Okay, heute im Zug. Schau nochmal den Zettel an, was wir von DM gekriegt haben. Und da steht da oben: ein weißes Outfit mitbringen und ein Outfit mit Jeans. Also ein blaues Outfit. Da denke ich mir, Verena. Ja. Natürlich habe ich das nicht mit. Und ich wollte ja sowieso shoppen gehen, da in Düsseldorf. Aber jetzt muss ich. Und das ist so ein Druck, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe so immer online bei Zara schon die ganzen Sachen zusammengesucht, was ich haben will. Jetzt hoffe ich, dass die da wirklich alle lagernd haben. Und ja, ich nehme euch mit auf meinen Leidensweg. Die Shoppingstraße hätte ich schon mal gefunden. Also Kö oder der Kö, die Kö, das Kö, zum Kö. Königsallee jedenfalls. Ja, das suche ich jetzt in Zara. Ich glaube noch ein paar Meter. Ja, nachdem ich jetzt bei Chanel, Prada, Gucci und was weiß ich was alles vorbeigelaufen bin, ist meine Hoffnung Rettung in Sicht. So, das erste habe ich jetzt schon an. Also ich habe jetzt, das Licht ist ja wundervoll da. So beige Hose. Also ich bin eher beige als weiß, aber ja. Da gibt es noch so eine Weste im Sale oder nur die Bluse. Ich weiß jetzt recht, leider haben sie die weißen Boots nicht, was sie wollen. Der Shopping-Wahnsinn im Quende. Ich bin hungerlos. Oh Gott, ich sag's euch. Ich bin jetzt wieder im Hotel. Ja, und ein bisschen mitgenommen, so irgendwie. Und mit tun die Füße, weil ich habe genau auf einen Fuß, genau auf der Fersen eine Blase gekriegt. Oh. Und jetzt wollte ich eigentlich noch zu Fuß zum Hotel zurückgehen, aber ich dachte, wenn ich das jetzt tue, dann wird es noch schlimmer. Und ja, jetzt haben wir halt nochmal ein Taxi genommen. Aber oh, jetzt ist es bald 5:30, sowas. Jetzt werde ich noch ein bisschen rasten und euch zeigen, was ich jetzt gekauft habe. Ja, wie gesagt, es ist jetzt kein weißes Outfit, es ist ein beiges Outfit mit Streifen teilweise. Und ja, so ein Jeans-Teil habe ich jetzt eigentlich auch nicht gefunden. Also ich habe so eine Jeans-ähnliche Bluse, die was so ausschaut. Und so einen Jeans-ähnlichen Cardigan. Also ist nicht aus Jeans, aber schaut halt aus. Obwohl, genau, eine Jeans habe ich auch noch gekauft. Genau, die mit dem neuen Schnitt. Da bin ich noch gespannt. Und dann habe ich noch Schuhe gefunden, die was ich eigentlich nicht brauche. Aber ja, die haben mir damals im Sale online schon gut gefallen. Und da war mein Kreis nicht mehr da.
Und jetzt sind sie mir zufällig über den Weg gelaufen. Ach, dann habe ich gar nicht nein sagen können. Jedenfalls war ich jetzt beim Zara, beim H&M und danach habe ich jetzt noch schnell so ein Brötchen verdruckt. Wir haben zwar bald Essen, aber ich habe heute erst zwei Laugenstangen gegessen und dann habe ich voll den Unterzucker gekriegt, bevor es mich umhaut. Und dann denke ich, ja, haust du noch so ein Brot alleine. Ah ja, und jetzt muss ich gleich wieder ausstehen, nicht, dass ich einschlafe. Also, ach Gott. Ich zeige euch jetzt, was ich gekauft habe. Also beim Zara haben wir jetzt die High-Waist-Jeggings gekauft. Was ist denn das? Futzel. Die hat unten eben so einen Saum und die schaut extrem dünn aus, aber sie ist wirklich eine 36. Ja, und die passt rein. Ich habe probiert. Normal probiere ich ja nicht, aber heute habe ich ja fast müssen, weil das muss ja passen. Dann habe ich da noch so eine Streifenleibe gekauft, das ist auch länger geschnitten. Ja, das ist so mitgegangen. Aber eigentlich ziehe ich eben zur beigen Hosen das Hemd an, das hat leichte hellblaue Streifen. Das ist eben auch länger geschnitten, man glaubt es kaum bei mir. Und drüber werde ich dann noch die Weste tragen, die war jetzt im Sale für 39 Euro statt 70 Euro. Und ja, die ist recht lang. Und ich glaube eben so für die Farben her passen die drei Sachen ganz gut zusammen. Bei Zara Nummer 2 habe ich eben dann die dunkelblaue Bluse gefunden. Ja, und ich denke, die wird schon als Jeansersatz durchgehen, oder? Und drüber werde ich auf jeden Fall den Mantel tragen. Also der ist eben auch so dunkelblau. Und da habe ich mir dann beim H&M noch so einen schwarzen Gürtel dazu gekauft. Ja, dass ich den in der Taille da binden kann. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich nur die Bluse oder nur den Mantel anziehe. Mal schauen. Jeansmäßig habe ich beim H&M die Kick Flare Jeans gekauft. Und das ist ja die, was quasi abgeschnitten ist. Also die geht bei den Füßen, ich glaube bis daher. Und ja, bin schon gespannt. Ich habe sie jetzt nicht probiert. Also ich habe sie nur zurückgehabt und geschaut, wie sie ausschaut. Aber ich glaube eben, dass sie mit den Lackbooties, was sie da gekauft haben, ganz cool ausschauen wird. Ich weiß, die sind schon ein bisschen extrem, aber irgendwie taugen sie mir auch voll. Gerade wenn jetzt, was nicht, sonst alles Basics anhast. Also ich finde sie schon geil. Naja. So ho ho, ich bin jetzt fertig. Ja, habe eben so eine, die Bikerhose an, Cutout Boots, das neue Streifenshirt, was ich auch beim Zara gekauft habe und auch den dunkelblauen Mantel, was ich heute gekauft habe. Eigentlich relaxed und kuschelig und Täschchen dazu. Ja, geschminkt bin ich immer noch gleich wie in der Früh. Gerade halt ein bisschen aufgefrischt jetzt. Jo. Und jetzt mache ich mich gleich auf den Weg ins Foyer und dann treffe ich mich mit den anderen Mädels. Cooler Boden übrigens, oder? Der coole Boden geht da weiter. Gute Nacht, Düsseldorf. Wir sehen uns jetzt morgen früh wieder. Schönen guten Morgen. Wir haben heute wieder mal ein bisschen mehr hergerichtet, also ich habe ein bisschen Lidschatt genommen. Ja, zur Feier des Tages. Und jetzt gehe ich gleich rein, weil in 5 Minuten gibt es Frühstück. Das ist ungefähr mein heutiges Outfit. Also so eben das Weiß. Das Weißzeug, was ich gestern gekauft habe und eben noch einen dunklen Mantel habe ich an.
bin jetzt da beim DM-Blocker-Event und irgendwie fleißig beim Basteln da. Wir haben uns die rote Ecke ausgesucht, gell? Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, dass du das auch. Mein kleines Massaker, weil ich bin nicht die Einzige, was da oben macht. Schweindelt, gell? Zwei Boxen zusammengestellt, einmal eine rote und einmal eine blaue. Ja, und die blaue kannst du dann auch bald auf dem Kanal von DM gewinnen. Jetzt ist schon wieder das große Aufräumen unseres Massakers. Wir haben es wirklich ausgedockt und da ein Schlachtfeld hinterlassen. Aber die Mädels sind alle schon wieder fleißig. Du warst heute mein Mokka-Ersatz, gell? Die gleiche Farbe, nur ein bisschen anders als ausgeschaut. Gell? Das ist übrigens die Chelsea. Ist Mokka ein Männchen oder ein Weibchen? Ein Männchen. Ich habe nur Männer zu Hause. Geh, Chelsea, mal, du schreckhafte Nudel, du! So, da la. Bitte. Nach Ihnen. Wir sind jetzt im Zug. Ja. Hinter mir ist die Agnes von Foxy Loves. Und ich muss in die Laufstadt halt wissen. Hat sie da mein Tiroler Dialekt? Ich weiß nicht, ob das so spannend ist für sie. Jedenfalls habe ich jetzt eine Begleitung beim Heimfahren mit dem Zug und das taugt mir. Weil 7 Stunden allein ist halt doch ein bisschen Fahrt. Und dann haben wir natürlich auch alles geschenkt bekommen. Halt. Und dann ich bin jetzt mittlerweile schon wieder in München. Und ja, die Zugfahrt von Düsseldorf nach München, die war sehr flott. Durch das, dass eben 3 total nette andere Blogger-Mädels auch mit dabei waren, ja, ist es einfach wie ein Flug vergangen, sprichwörtlich. Ja, ich habe jetzt wieder mal einen berühmten Chai Tea Latte geholt, auf dem ich schon meinen Lippenstift erwähnt habe. Ich habe so einiges mit dem Gebäck, unter anderem auch für euch. Also in dem weißen Sack, in dem weißen, sehr schweren Sack, befinden sich sehr schöne Produkte, wovon ich auch einiges an euch verlosen werde. Und ja, sobald ich daheim bin, beziehungsweise morgen in der Früh, weil ich bin ja schon 12 in der Nacht in Innsbruck, also morgen in der Früh werde ich euch mal die ganzen Produkte so ein bisschen grob zeigen. Ja, meine Lieben, ich zeige euch jetzt noch die Sachen, was ich beim DM-Event gekriegt habe, so heißt es. Ja, bin halt ein klein wenig zersaust, aber ja, es ist ja Sonntag, da darf man das, oder? Und ich bin kuschelig einpackt in meine Kuscheljacke, weil heute ist ein bisschen kalt und ja, ich zeige euch das jetzt. Also das ist so ein grober Überblick und davon können sie eigentlich dann mindestens die Hälfte gewinnen. Also bleibst dran auf meine Kanäle. Das sind einmal verschiedene Mascaras. Eyeliner in verschiedene Farben. Auf den bin ich total gespannt, weil das ist ein weißer Eyeliner und ja, sieht mich echt richtig an. Klassischer schwarzer Eyeliner natürlich, gibt's auch. Was ich extrem genial finde, sind die Lippenstifte. Und zwar vor allem die Nummer 005, wenn ich sie finde, weil das ist für mich einfach das perfekte Nude. Da ist er. Der ist so schön und eben in Kombination mit dem Lip Liner 010
haltet der echt den ganzen Tag. Also ich war echt überrascht. Jedenfalls haben wir da noch eine weitere Lip Liner Variation, nenne ich das einmal. Da haben wir noch ein paar Mascaras. Und dann gibt es da so Lipgloss. Die finde ich auch recht cool, weil die trage ich zwar auf, aber die glänzen dann nicht. Also die schauen dann aus wie Lippenstift, sind aber, oder fühlen sich halt sehr pflegend an. Genau. Bleibst jetzt stehen. Ja, da haben wir halt auch noch verschiedene Lipglossfarben, also rot, halt eher kräftiger, und die sind halt ideal für den Alltag. Bei den Lippenstift habe ich dann auch eher zu so Nude-Tönen gegriffen, dass man sie halt wirklich öfter tragen kann. Bei den Nagellackfarben oder auch bei der Nagellackpflege, da finde ich das Nagelöl sehr interessant. Nur mir ist empfohlen worden, zweimal am Tag Nagelöl zu verwenden, weil ich eben so trockene Nagelhaut habe. Aber ja. Und der Nagellack, den ich oben habe, das Beige, das ist, glaube ich, lasst es mir überlegen, der da. Der da, oder ist es der? Ah, ist der gleiche. Also es ist der. ja, sehr deckend nach zwei Schichten, also ja, kann man nichts sagen. Und sonst halt natürlich typische Frühlingsfarben, wie das Lila, oder das finde ich auch total cool. Also das Grau-Blau. Ich bin ja nicht so der Rosa-Typ, ich bin dann eher wieder bei sowas daheim. Das Touch of Vintage ist ja eine Limited Edition und auf die Farbe bin ich echt schon gespannt. Ja. Ja, das waren jetzt die ganzen Produkte. Ihr seht, das ist wirklich einiges Tolles dabei. Und ja, ich werde da eben damit wieder ein paar Make-ups schminken. Aua, da habe ich mir das Bandli ins Auge. Ich werde ein paar Make-ups damit schminken und ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch einen eigenen Beitrag, wo ich euch die Produkte ein bisschen genauer vorstelle. Vor allem die Lippenstifte finde ich sehr interessant. Also falls euch die Lippenstifte oder die Eyeliner oder irgendwas genauer interessiert, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, weil ich will ja wissen, was ihr sehen wollt. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder und bis dahin, tschüss und für euch.